alles. Quellen ist erledigt. Da oben, über dem Tor, ein weiterer Energieknoten. Hier muss irgendwo eine Konsole für die Ausgabe sein. Ja, schauen wir mal. Die Konsole hier ruft einen verbündeten Beobachter, der den beschädigten Torknoten reparieren kann. Ach da. Hier. Hier. Ich weiß inzwischen, was, dass die Treeports Architekten heißen. Das stimmt, das stimmt. Der Knoten wird den verbündeten Beobachter dorthin schicken. Dann scannen wir mal den Knoten. Um das inaktive Tor zu öffnen, muss der Leitungsknoten repariert werden. Ja, aber das macht er doch, oder nicht? Ja. Okay, wir sind wieder im Spiel. Wir sind da. Was ist das hier? Was ist das hier? Einfach nur ein dunkles Loch. Verbündeter Beobachter. Was ist hier? Okay, gut zu wissen. Hä? Huch, mein Gott. Ich mag das Aussehen von dem... Ja, die Monolithen-Dinger sind wirklich die Relikte und sowas. Das ist echt cool. Wir müssen runter in die Höhle. Aua. Gute Position für einen Hinterhalt. Witzig, genau dasselbe habe ich auch gerade gedacht. Bla bla bla. Linda, du Miststück. Gib einfach auf. Hier drin ist reine, unverfälschte Programmierungstech. Und du willst sie haben. Also gebe ich auf keinen Fall auf. Ja, da hat die Frau eigentlich ein Problem. Oh, das ist... Hops, ich wollte Kiwi. Du hast alle meine Männer besiegt. Wirklich? Nein. Naja, dann holen wir das mal nach, alle Männer zu besiegen. Fertig? Nicht mal annähernd. Oh. Aber ich werde danach neue Leute rekrutieren müssen. Sie könnten wirklich Beobachterunterstützung brauchen. Wie wär's, wenn Sie eine Konsole hätten und uns Verstärkung beschaffen? Das ist eine gute Idee, Phoebe. Geben Sie mir Cover und ich mach das. Hoffentlich reißen die Beobachter das wieder herum. Anna, so eine Säule. Egal! Einfach gehen. Es gibt Momente, da ignoriert man einfach die Gefahr und dann läuft man einfach rein. Stelle von denen. Klar, auf jeden Fall die Mitte. Aber mit der neuen Waffe die Mitte rauszufinden, ist so... Ungültiges Ziel? What? Warte, explodieren die nicht? Das gefällt mir überhaupt nicht. Die Signalquelle ist hinter dem nächsten Anstieg. Gut. Dann holen wir sie uns. So ein scheiß Hacker im PUBG. Scheiße, Mel. Das tut mir wirklich leid. Hast du dir mal das Ende vom Codex-Eintrag der Zerstörer angesehen? Phoebe sagt was Tolles. Nee, aber die Codex-Singer gucke ich mir tatsächlich alle gar nicht an. Was hältst du von den Hyper-Guardian-Chess? Ich, keine Ahnung, habe ich mir tatsächlich auch nicht... angeguckt. Hinter dem Lavabecken. Noch ein Energieknoten. Scannen Sie ihn, damit ihn unser verbündeter Beobachter aktivieren kann. Ich, wie gesagt, keine Ahnung, das ist halt so die Sache, ne? Ich gucke mir halt nichts an von Waffen und Rüstung oder sonst dergleichen. Ich habe am Anfang die Rüstung die ganze Zeit benutzt, die, Ja, jetzt sind wir im Geschäft.
die ich halt mit der Vorbestellung bekommen habe, habe die jetzt die ganze Zeit benutzt und jetzt wollte ich einfach eine Reliktrüstung haben. Ich mache das einfach wirklich nach Aussehen und ich komme ja zurecht. Gelinde ist schon da. Wir müssen darüber. Deswegen sehe ich da halt überhaupt nicht die Notwendigkeit. Das soll wohl ein Witz sein. Wie viele Leute hat sie eigentlich? Gleich hat Kalinda das Gerät. Und weg ist sie. Das schaffst du nicht, Kalinda. Du kommst zu spät, Süße. Verdammt! Ja, Pibi ist wenigstens klug und benutzt ihren Booster. Ah, oh, kommt jetzt Indiana Jones Action. Wir nehmen das weg und es kommt ein rollender Stein. Scheiße! Ich komme hier klar. Hilf mir, Pibi! Ich gebe dir alles, was ich habe. Die Artefakte. Alles, was irgendeinen Wert hat. Bitte, ich will nicht sterben. Was ist los? Ich will nicht, dass ich stirb, Ryder. Aber das Gerät. Es ist ihr Leben nicht wert. Ah, ich hätte so gerne geschossen, ne? Oh. Ich hätte so gerne geschossen. Wow, das war knapp. Wir müssen hier raus. Danke, Pibi. Und hey, nichts für... Ah, fuck! Diesmal bin ich dir zuvor gekommen. Ich habe 2 startbereite Shuttles. Mir nach. Ich hätte ja eigentlich echt eher gerne abgeballert. Seriously. Beeilung! Stinkt. Oh, es ist auf Zeit. Oh, cool. Schnell! Hier entlang! Diese Mission war voll... Bewegung, ihr Lahmärsche! Oder habt ihr mich nur gerettet, um mich jetzt sterben zu sehen? Ja. Haben wir schon immer so? Immer. Boah. Und ich hätte sie... Hey, ich. Mal. Ups! Da geht es dahin, mein... Ups! Pibi, ja, Ryder, wenn du mal springen würdest, danke, würde das auch alles funktionieren, was ich versuche. Wir müssen starten. Oh, halt. Für etwas Loot bleibt Zeit. Ach, ich will gar nicht looten. Ich brauche kein Loot. Das interessiert mich alles nicht. Ich will einfach nur in der Geschichte vorankommen. Ich hätte sie fallen gelassen. Ich wollte es auch eigentlich machen, aber ich wollte Dings nicht enttäuschen. Pibi, das war eine echt harte Nummer. Alles klar bei Ihnen? Hat sie geliefert? Wir haben gerade eine große Ladung Relikttechnologie erhalten. Ziemlich wertvoll. Und das hier. Pelisaria, mit besten Wünschen. Meine Crew wird dich nicht mehr belästigen. Ich stehe auf ewig in deiner Schuld. Alles Liebe, Kalinda. Ich neige dazu, ihr zu glauben. Und Sie? Ich würde es gerne. Wenn man so knapp vor dem Tod steht, kann einen das schon verändern. Trotzdem sollten wir alles scannen, was sie geschickt hat. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ich wünschte nur, wir hätten das Gerät. Immerhin geben uns die Scannerdaten einen kleinen Einblick, wie Relikte ihre Programmierung erhalten. Wir haben zwar eine Chance verpasst, größere Geheimnisse der Tech zu ergründen, aber vielleicht haben wir jetzt wenigstens ein Glas, mit dem wir an der Tür horchen können. Wir haben da noch eine kleine buchhalterische Frage zu klären. Ach, verdammt. Ja, die Tempest hat jetzt eine Rettungskapsel weniger. Das wird teuer für mich, oder? Oh ja, das wird es. Willkommen zurück, Gustav. Vielleicht könntest du damit die kleinen Soldaten one... Ach, ich gehe nur nach dem Style. Ich habe das Geld und den Style, mehr brauche ich nicht in dem Spiel. Mehr brauche ich nicht. Wenn wir das nächste Mal an der Nexus andocken, kaufen sie eine neue. Sollte das ihre Mittel übersteigen, arbeiten sie es mit Überstunden ab. Klar? Hey, ich habe dabei immerhin ein Schlafzimmer verloren. Wie verrechnen wir das? Ich habe vielleicht eine Lösung. Aha. Sagten Sie nicht, Sie können überall schlafen? Oh, Sie verstehen aber auch gar keinen Spaß. So. Aber damit haben wir auch endlich Pibis Loyalität bekommen. Sie hat das Geld und ist da. Oh yeah. Oh yeah. Können wir jetzt eigentlich nochmal mit Pibi so nachträglich quatschen? Schauen wir nochmal.
Hi, was liegt an? Nein. Danke für das Gespräch. Warum auch? Darauf können Sie wetten. Oh, nächste Mission. Nächste Mission! Das ist immer noch diese komische Mission, mit der wir nichts machen können. Die Turianische Arche. Machen wir das doch mal. Ich bin so verdammt müde. Why? Aber ich würde mal gerne wirklich interessieren, was mit der Turianischen Arche jetzt auch zum Beispiel ist. Ist jetzt, hier sind wir auch mit 100% fertig. Ist das so wie Destiny 2? Kommt mir so vor. Was denn? Mit, wie meinst du das? Mit Destiny 2? Das Spiel! Sehen Sie sich diese Werte an. Dieses System ist wunderschön. Absolut. Das ist ein Sternenkindergarten. Hier draußen werden Sterne geboren. Oh, hier ist auch der andere Planet, witzigerweise. Ja, es kommt, also es gibt so ein bisschen Parallelen, zumindest, dass es Science Fiction und sowas ist. Es ist nicht alles so wie Destiny 2, aber nachdem ich so Mass Effect gespielt habe, hatte ich auf jeden Fall Bock auch auf Destiny 2, weil es eben auch so ein Science Fiction Spiel ist. Wobei ich finde, Destiny 2 ist einfach ein bisschen runder programmiert. Auf der Oberfläche von Phaedra befinden sich die Ruinen mehrerer Erkundungsmissionen der Angara, zerstört von der Gravitation des Planeten und halb begraben von seinen Winden. Ups, ich drücke hier immer noch die falschen Tasten. Ach, das sind wir hier unten? Das darauf können Sie wetten, klingt extrem süß auf Englisch, wie sie es sagt. You know it. Geil. Anomalie geortet. Das Eis. Sonde gestartet. Gut, dass wir eine Sonde starten können. Schieße Sonde aus. Bringt. Anomalie gefunden. Ach, das ist ein Vulkan. Es gibt auf Nundri viele Eruptionen, aber diese ist besonders gewaltig und könnte neue Erkenntnisse über die Geologie des Planeten bergen. Bringen. Also es geht auf jeden Fall hier auch primär, es geht hier eigentlich primär darum, Planeten zu entdecken und sie aufzubauen, was Destiny ja so nicht hat. Aber du reist halt auch die ganze Zeit hin und her, das hat wiederum Destiny. Das muss man halt auch mal so sehen. Anomalie auf den Sensoren. Sonde gestartet. Wir haben einen Krater. Dieser uralte Einschlagkrater enthält Spuren von radioaktivem Material, Element Zero und Metalle, die von Natur aus nicht auf dem Planeten vorkommen. Sacre bleu, du. Gut, dann haben wir nur diesen einen Planeten, wo wir noch später immer drauf müssen, was auch dann der letzte Planet ist, Iris, wo ich drauf muss, aber den werde ich jetzt nicht anfliegen, sondern fliegen jetzt erstmal die Turianische Arche an. Und gucken, was hier mit los ist. Das ist die Turianische Arche. Sie hat schon bessere Tage gesehen. Ja. Da kommt ein Anruf. Pathfinder, ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Was Sie nicht sagen. Ist es sicher, an Bord zu gehen? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wir treffen uns drin. Die Sensoren der Tempest zeigen in allen Bereichen der Turianischen Arche schwere Schäden durch Kontakt mit der Geister an. Aufgrund der Instabilität des Rumpfes sollte die Natanus nicht bewegt werden. Aber ein Bergungsteam müsste die restlichen Stasekapseln gefahrlos herausholen können. Dann gucken wir doch mal, was hier abgeht. Die Rüstung kann so bleiben, wie sie ist. Das ist alles gut. Und dann gehen wir mal auf die nächste Arche. Und da müssen wir nur noch die Salarianer finden, wo auch immer die sind. Da haben wir gar keine Hinweise bis dato. Begrenzte Energie. Die Lebensversorgung ist hin. Es überrascht mich, dass es überhaupt noch Schwerkraft gibt. Es sieht aus, als hätte sie sich mit aller Gewalt einen Weg durch die Geißel gebahnt. H047C. Er sollte die Heimatwelt der Turianer in Helios sein. Wie Habitat 7 für die Menschen. Wer auch immer die Arche gesteuert hat. Sie wollten um jeden Preis hier ankommen. Selbst wenn es bedeutete, komplette Bereiche der Arche abzuwerfen. Das ergibt keinen Sinn. Gehen wir. Spekulationen bringen uns nicht weiter. Oh, da ist direkt was zum Guten. Wir haben Glück, dass dieser Teil der Arche überlebt hat. Der Schein kann trügen, Pathfinder. Die Höhle hält gerade noch so zusammen. Nein, warum hab ich... Danke, Sam. Immer ein positiver Sonnenstrahl. Warum habe ich jetzt Pibi dabei? Das heißt aber auch, ich muss... Warte mal, ich muss mal eben bei Jal ein bisschen noch die letzten zwei Fähigkeiten skillen.
50 gegen Schilde, 50 gegen Panzerung machen wir einfach mal. Und der Energieentzug. Schaden gegen Schilde. Verbindungsschilde wiederhergestellt. Oh ja. Damit ist er fertig. Ibia 73, die habe ich schon lange nicht mehr geskillt, die werte Dame. Deswegen, Aufladungsgeschwindigkeit, Kräfteschaden, Kräftewirkungsbereich, Kräfteschaden, Waffenschaden, Waffenpräzision. Machen wir ruhig Schaden. Symbiotikschaden, Schusswaffen. Machen wir das. Alles fürs Team, alles für den Club. Schilde wiederhergestellt, Flächenschaden. Machen wir auch mal ein bisschen Schilde. Schildleistung, Gesundheit. So. Schadenradius. Weil wir Radius, glaube ich, mittlerweile echt viel haben. Erhöht maximale Schockwelldistanz. Geil. Mehr für Kombo-Detonation. Schaden gegen Panzerung. Okay. Radius. Dauer. Schaden pro Sekunde. Verteidigung. Debuff. Haben wir Verteidigung. Schilde wiederhergestellt. Schild 25. Schilde wiederhergestellt. Wie sehr passiv. Merkt man gar nicht. Überhaupt nicht. Infiziert jetzt bis zu 3 Gegnern. Dauer. Haben wir 3. Gegner Verteidigungsdebuff. Aufladungsradius. Dauer. Waffenschaden. Ja. Geben wir dem mal einen Debuff dafür auf. Ja, aber ich weiß nicht. Bei ihr bin ich halt durch. Kampf. Es sind Skills, die ich nicht benutze. Überhaupt nicht. Ich habe die Sturmgewehre hier hoch. Ich habe die Kampffitness hier hoch. So, Biotik habe ich mich hier fertig. Und bei der Tech bin ich noch nicht fertig. Halt, stopp. Waffenschadenbonus, Elementarverteidigungsdebuff. Waffengewichtskapazität oder Tech-Wirkungsbereich, Tech-Effektdauer. Machen wir die Dauer mal hoch. Verkürzung der Kauf. Beginnt sofort mit der Schildgeneration und hebt jede Verzögerung auf. Oh, geil. So, und damit ist Ryder für mich auch durch. Also, keine Ahnung. Was soll ich denn noch jetzt skillen? Ich benutze nichts. Ganze. Ich könnte gut mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Ich hätte Pibi vielleicht auch gerade schon vor der Loyalitätsmission, ich kann nicht springen hier, okay? Machen sollen. Ich wollte eigentlich Drag wieder dabei haben, das ist lustiger auf jeden Fall. Hey, diese Tür hat immer noch Energie. Ich würde sie nicht öffnen, Pathfinder. Sie führt in den Weltraum. Vielleicht könnten Sie die Energie zu einer anderen Tür umleiten. Dann machen wir das mal eben. Energie wurde umgeleitet, Pathfinder. Natürlich. Ich finde das auch schön, dass alle Archen einfach komplett gleich aufgebaut sind. Und auch das Wichtigste, was wir hier haben, ist auf jeden Fall, wir looten erstmal. Terminal. Kryogene Stabilität Update. Ich habe gerade die Bestätigung erhalten. Mit Ausnahme der Führung der Lebenserhaltungsteams sind alle Passagiere in der Kryostase und schlafen tief und fest. Jakana ist auf dem Weg nach oben zu ihnen, um das Verschließen ihrer Kapseln zu überwachen. Wenn sie ihre Uniform noch nicht angezogen haben, tun sie das bitte jetzt, damit wir die geplante Startzeit einhalten können. Wenn alle schlafen, mache ich eine letzte Runde und begebe mich dann auch zu ihnen in die Leere. Krass. Das ist halt so der Anfang, wenn die losgereist sind. Hast du die roten Passivs geskillt? Ja, ich habe alles Passive geskillt. Es hat niemanden versucht abzuspringen. Ich weiß nicht, ob ich beeindruckt oder nervös sein soll. Das alles, also zumindest wenn das halt kein Punkt-Skill, sondern so ein Dreieck-Skill war. Die habe ich alle fertig. Ich weiß nicht, ob ich beeindruckt oder nervös sein soll. Dass alle solches Vertrauen in die Mission haben. Bleiben Sie nicht zu lange wach, Rix, sonst sind Sie ein alter Mann, wenn wir in Helios erreichen. Jakana sagt, Sie dürfen das Verschließen meiner Kapsel überwachen. Ich weiß, ich habe gesagt, ich würde nicht gegen das Protokoll verstoßen, aber ich will, dass Ihr Gesicht das Letzte ist, was ich in der Milchstraße sehe. Sie können mich schimpfen, während ich in die Kryostase falle. Die hier hat noch Saft. Sie sieht ziemlich schwer beschädigt aus. Denken Sie, Ihr Sam kann uns Zugriff verschaffen? Wieso glaubt eigentlich jeder, Sam würde immer alles alleine machen? Ich helfe ihm. Verzeihung. Ich habe ein Log von Deja Preyton, dem Captain der Arche, gefunden. Das Bildmaterial ist zerstört, aber ich kann den Ton wiederherstellen. Spiel es ab. Irgendwas reißt die Nathanos in Stücke.
Wir haben schon die halbe Kryokammer verloren. Wir versuchen, jeden, der wach ist, zu den Rettungskapseln zu bringen. Bei den Geistern, uns bleibt keine Zeit mehr. Ich muss Mason finden. Ja, das heißt, wenn ich jetzt einfach wahllos alle anderen Skills mal nebenbei skille, dass die passiven Skills besser werden. Vielleicht hat sie ihn ja tatsächlich gefunden. Er könnte es zu den Rettungskapseln geschafft haben. Er hätte die Arche nicht ohne mich verlassen. Aber die Nathanus hat sich nicht selbst hierher geflogen. Wir müssen herausfinden, was als nächstes passiert ist. Die übrigen Daten auf dieser Konsole sind beschädigt. Falls wir aber eine weitere finden, oder den Sam-Kern der Arche. Alles klar, suchen wir weiter. Ich finde eigentlich die Idee total geil, dass alle Archen an die Nexus angebunden werden und dadurch halt eine große Nexus. So steht es auch in der Beschreibung. Ich lese doch nichts. Also warte mal. Ich lese doch nicht.